So, hallo liebe Leute, wieder mal eine Runde, eine Session. Ich hoffe, wir werden diesmal fertig. Wieder mit Guppy und Hardcore Saxony, den gleichen Vögeln wie sonst auch immer. Hallo. Die mir immer noch. Hallo. Ja, Marco macht's richtig, Felix springt mir wieder aus dem Bild. Ja, schön, immer den Kopf weg. Ja, und du wolltest irgendwie Schnitzeljagd machen, Marco? Ja, mir ist das prinzipiell egal, aber, Mir auch. oder? Wir müssen Mir eh in auch. dasselbe Gebiet. Ja, dann Auto ist Bist du um, los geht's. groß? Kann man nicht Schnellreise machen? Wo müssen wir denn hin? Bald Flats. Keine Ahnung, wo die sind, deswegen fahre ich einfach mit dem Auto. Fahren. Marco? Wo bist du? Ich gucke noch gerade, ob ich irgendwas schnellreisemäßig, aber ich finde es auch nicht. Gut. Nee, da können wir Auto. nie waren. Hab gerade überfahren. Oh, hier musste man ja mit Maus steuern. Wah! Gut, dass man beim WOT hoch, aber. Nee, muss man nie. Da muss man mit Du WASD musst auch mal steuern. über die Brücke. Ah! Das wäre günstig. Ui. Ja, das ist hier nämlich, sind nämlich die Sword Flats. Wir waren nämlich hier noch nie. War total ungewohnt, ey. Ja, dann halt so. Hätte ich nur stehen bleiben können. Stimmt, jetzt kommen wir zu einem riesen Bagger, der ist cool. Sorry, Bagger Marco, fahren. für diese rasante Fahrt, aber. Dann hab ich ja zum Glück nie mitbekommen, wie du gefahren bist. Ja, total scheiße. Also wie immer. Ja, vielen Dank. Es sind hier schon wieder direkt Nettigkeiten zu Beginn. Ja, das ist mir aber gewohnt. Ja, ich hab's doch. Wo ich von Nettigkeiten sprach, ich hatte es schon bereut. Hab schön rumgedreht am hinteren Rad. Ja, ich chill hier mal eine Runde. Ich bleib hier hängen, ja? Also, war doch in Ordnung, oder? What? Toller Bursch. Ah, immer vorbei. Ich treffe den Killerbanditen nicht. Ihr habt alles platt gemacht. Nö, ich hab den knallharten am Arsch, aber ist okay, dass ich den alleine mach. Passt schon. Ich hab grad schon die Nüsse oben weggeschossen. Medikit gefunden! Hebe. Ich wollte gerade sagen, die haben die Nüsse nie auf dem Kopf, das sind Ja. keine was auch Mich immer. aus. Jetzt habe ich schon mein Auto verloren, ne? Danke. Haben wir uns das auch. Ja, voll in Episch mir rum. erfolgreich, direkt der Start. Wie weit müssen wir noch laufen? Ist noch ein Ja. Stück. Dann wollen wir mal. Irgendwie ist übrigens hier so ein Fragezeichen auf der Karte markiert, da wo wir gerade laufen, ne? Das ist was? Keine Ahnung, ob da eine, ich glaube, das ist eine Quest. Also entweder abholen oder mitnehmen. Auf der Weiß ich aber verlorenen nicht. Schatzinsel. Was? Schatzinsel? Das ist Borderlands 2. Oder man kann da auch einfach nur irgendwas markieren. Ich glaube, es ist bloß, weil man hier der Außenposten war, den wir noch nie entdeckt hatten. Lecker, ein Kannibale. Fahren. Ich gehe Guck nochmal mal, einkaufen. so eine schöne Übersicht. Zu dem Ding müssen wir jetzt auf das Ding, besser gesagt. Oh, lieber mit dem mit. Ah, er findet Da musst du wenigstens aber hier. schießen. Ich auf was? Das, was hier rumfährt? Boah, Alter, ich Da. verübelste S-Kurven hier. Ist dahinter? Voll falsch. Schön. Scheiße. Wie kann man wechseln? Ducky-Taste, weiß nicht, wo du die hingelegt hast bei dir. Nee. Ich sag gerade Schützenplatz. Das Auto vorne.
könnte daran liegen, dass du auf dem Schützenplatz liegst. Was ist los? Sag mal, hat das bei mir die Einstellung zurückgestellt? Hat er Ducken aufs Schiff gelegt? Hat das letzte Mal, dass er das zurückgestellt hat, ja. Oh Mann! Reicht das? Mehr Schaden als mit dem blöden Ding. Ja, ihr, ja, auch zu Fuß mehr Schaden als mit dem. Nicht, dass du mich rammst. Schade, hatte ich gerade vor. Und das hier. Wo müssen wir hin? In, wo? Oh, Lance ist von der Stimme, jetzt kommen die Dänen. Hatten wir die nicht schon plötzlich? Ja, aber jetzt kommt der eigene nur bei denen hier nicht drin. Also diese gefarmten da. Man! Hallo? Danke, ich hänge fest. Ich muss kurz mal aussteigen, ne? Au. So wär's auch. So. Problem gelöst. Warum bist du jetzt ausgestiegen? Da ist irgendwas markiert, ich fahr mal in die Richtung, ne? Wie er nach vorne schießt. Warum bleibt er stehen? Dann. Ich würde auch immer stehen bleiben, wenn zwei auf mich zufahren, die mich anscheinend töten wollen. Aber zum Meckern, das sitzt hinten. Nee, ich jetzt vorne. Ja, Marco, ich glaube, das ist ja einfach nur irgendwo in der Pampa markiert. Weil ja, wir müssen irgendwie ein Tor infiltrieren, steht da. Und Banditenpatrouillen ausschalten. Oder Banditenpatrouillen fehlen uns halt noch. Oder wir machen das da erstmal. Die sind da drin irgendwo. Ja, dann müssen wir erstmal rein. Okay. Na dann, rein. Kommst du bloß noch nie rein, solange wir die anderen Quests nicht abgeschlossen haben. Ach so? Das ist ja der Knackpunkt. Deswegen fahren wir gerade hier rum, machen die bei diesem Patrouillen Platz. Felix hat einen gefunden. Ich auch. Und kaputt gemacht. Ihr mir die Bude ein. Wie könnt ihr euch da abweisen, wenn ihr so hartnäckig um euren Tod bettelt? Kommt doch rein. Jetzt dürfen wir rein. Komm mal rüber. So. Aua. Kritisch, kritisch. Schreibt jemand die Punkte mit? Komm mal. Erhöhen. Hab ich dich geblockt, Marco? Super, damit habe ich nicht gerechnet. Super, damit habe ich nicht gerechnet. Ups. Wir ballotten hier. Hätte ich mir Kohle fallen lassen. Kohle, 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 Kohle. Oh, das kenne ich das von woanders. Kohle, 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 Kohle. Oh, auf jeden Fall Absicht. Oh Mensch, komm her. Ziel getroffen. Stimmt, ich hatte ja eine Wundersniper. Yes! Das hat wehgetan! Wer hat ihn geholt? Ich! Wir haben ihn dir gelassen. Das ist was anderes. Boah, ich hab mich gerade so erschrocken. Hä? Der Marco grüne Miese. Nee, das meinte ich nie. Brauchen euch jemand 455er Schild? Was? Ja. 400? Nö. 455er? Entschuldigung, 449er. Nee, das hab ich. Okay. Ja, macht das schon. Wieder einer weniger! Schützt hier mal so die Säure. Ja, weil ich irgendwie keine Säurewaffen habe oder sowas. Ich habe mal Säure-Raketenwerfer. Zack.
Gefahr. 74er Granatenmod hier. Ich hab grad irgendwas rum. 74er Granatenmod. Ach, Granaten hatten wir ja auch. Man mag es kaum glauben, aber in der Shooter gibt's gar Granaten. Ja, der ist wenig. Doch, Panzergranaten. Hier ist hier ein SMG. Indirekte Treffer. Du her. What the fuck? Okay. Leute. Da ist noch was. Kaputt? Voll erwischt, du Arsch! Wie ein SMG. Was bist du denn? Achso, hast du jetzt schon angefangen mit dem mit der Schnitzeljagd? Naja, ich wollte. Felix, nie verrecken. Yeah, weil Marco, weil ich gerade Marco abgedrängt hatte. Kannst du mich eigentlich konntest du nicht auf mich drauf springen, Marco? Ne, du hüpfst wieder weg, du hüpfst weiter, wenn du auf jemanden drauf springst. Das ist wie so Mario Jump. Naja, aber damit könnte man es ja probieren. So ich stell mich mal hier ganz. Ne, du kannst ungeschickt nie wieder hochspringen, du machst nur solche kleinen Sprünge. Achso. Ich weiß nicht, was ihr habt. Wo wollt ihr hin? Alter. Ja, oh, wahrscheinlich. Wenn ich das Teil finden. Hm, aber es sind noch zwei. Das ist das andere? Es sind hier vier Teile in der Umgebung, ne? Eins habe ich nämlich auch schon woanders gefunden. Das ist bloß hier wieder die, der Bereich markiert, wo die ungefähr rumliegen. Ach, hier liegt ein Klapptrap. Ja, da gibt es hier eine Klapptrap-Mission. Ich habe hier noch was. Noch eine Stelle, wo es eins gibt. So, fehlt nur noch ein Teil von diesem Reparatur. Reparaturkit ist hier irgendwo da hinten. Ach, du läufst schon, Felix, okay. Hm? Läufst du schon so ein Reparaturkit? Ach, da. Oder? Nee, hä? Das, was grün leuchtet. Ja. Überall Öl! Ja, hast du da oben gesehen, oder? Nö, ich hab bloß geguckt. Ihr könnt auch. Da ist es doch. Wo? Oh? Da! Bist du blind? Ihr könnt das Claptrap uns abgeben. Ich hab mich wieder umgedreht in dem Moment, wo ich da hingucke. Das ist schlecht. Ja, ich gucke in die gleiche Richtung und sag, da ist es doch. Du drehst dich um und sagst, wo? Ja, ist doch, ich hab nicht so eine große Auflösung. Bei mir sind die grünen Tipps weniger. Ihr habt hier ein Inventar-Upgrade. Bin mal kurz eine Sekunde nicht da. Oh. Nee, doch, ich bin hier. Hier ist mein Rucksack. Du hast ein Inventar-Upgrade, Felix, gehört? Hm? Du hast ein Inventar-Upgrade bekommen. Du kannst ein größeres Inventar haben. Das war auch das erste, was ich bei Borderlands 2 gekauft habe. Inventar immer schön groß machen. Du musst dich ducken. Sonst klappt das nicht. Okay, hier gibt's Waffen. Schrotflinte und Combat Rifle. Schade. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem vielen Stellenplatz machen soll. Hier gibt es eine 12x67 Schrotflinte mit 30 Zielgenauigkeit. Warte. 12x67? Mit wie viel? 87. 12x87 mit 30 Zielgenauigkeit. Komm mal zu dir. Wow. Lalalalalala. Aber auf bloß 0,8 Feuergeschwindigkeit, also ist nie so prickelnd, würde ich behaupten. Schlecht, schlecht. Das ist der Schaden ist halt viel besser. Tja, musst du jetzt entscheiden. Schlecht, schlecht. Nee, kannst du verkaufen. Kannst du auch verkaufen, ist doch deine Waffe? Ja. Ah, ich bin ein Depp. Nein, ich will jetzt keine Antworten darauf haben. Braucht man die Antworten, so eine Feststellung? Oh, der ist halt echt ganz nett, Marvel, Alter. Hast du den so erzogen? Was? Wer hat wen erzogen? Marco und ich. Ach, wieso nee. Marco mich erzogen haben? Dann. Ich bin raus. Frag mich was mal, ich bin genauso raus. Wo kommt man hier? Hier gibt's eine Lila-Class-Mod. Zweite Schütze-Class-Mod für dich, Marco. Ich behalte meine Class-Mod.
Oder wie viel halt, wie viel Team-Generation hat er? Das sind 9. Und die anderen Punkte? Moment. Ach, plus Mann, 2 Vorrats-Skill, plus 3 Aufschlag-Skill, plus 2 Sperrfeuer-Skill. Irgendwo jetzt hier rein? Ja, dann müssen wir es rausfinden. Gut, doch nehme ich. Magst du die Skills oder was? Ja. Das ist auch das Schöne bei Borderlands 2, wenn du da eine Class-Mod benutzt, dann ist immer hellblau unterlegen in dem Skill, im Skillbaum, welche Sachen die jetzt verstärkt wurden. Achtung! Aber dann schaffe ich die Million. Musst du doch auch nicht schaffen? Hä? Hey, die Million? Ich bin auch bis 800, 9000, ist doch scheißegal. War jetzt bei 900. Ja, ich glaube, Felix hat es gefunden. Ist aber vorhin schon mal vorbeigelatscht, lustigerweise. Hey, und eine blaue SMG und eine grüne SMG habe ich hier. 85 Schaden mit der SMG und eine Feuerrate von 9,7 und 72 Zielgenauigkeit. Wenn dir das was bringt, Marco. 92 Schaden in der SMG? Oder? 85 Schaden. 92. 85. Und die andere, die grüne hat 111 Schaden in der SMG, aber plus 2,6 Geschwindigkeit. Aber wenn es denn nicht ausmacht, würde ich die schlechtere nehmen. Was ist die schlechtere? Aber such dir zuerst die eine aus. Dann gucke ich, ob mir die andere was bringt. Also die andere ist halt übelst langsam wieder. Ja, ich guck dann halt, ob es besser ist. Die ist langsamer als meine Pistole, die grüne SMG. So, wir müssen jetzt hier hoch. Ich glaube, wir kommen jetzt wieder zum Endboss. Ja, die ist einfach mal vom Schaden her viel besser, aber von der Geschwindigkeit, von allen anderen total langsam. Felix, bist du fertig? Ja, ich nehme das nicht. Auch wenn ich sie mir nehme. Wir brauchen übrigens nicht schießen. Nee. Okay. Die nehme ich nie. Verkaufe ich. Geht nach oben? Ja. Fühl dich ganz wie zu Hause. Meine Männer werden bald bei dir sein. Niemand soll sagen, der große Baron Flint wäre nicht. Habt ihr gesagt, wir gehen jetzt auf den Bagger hoch. Wir sind jetzt oben auf dem Bagger. Ja, da oben sitzt er. Benny, Sniper? Kann ich nie. Zwischensequenz. Ich treffe ihn bloß nicht, weil er sich da versteckt hat. Kommen wir da rein? Ja. Rotflinte bitte. Mach doch schon. Passt das schon? Ich wollte den Männern erstmal schon, aber irgendwo ist Baron Flint noch kommt. Ne, brauchst du nicht. Oh. Geht doch. Du machst mal einen kurzen Prozess. Hans kommt da? Hans und Franz? LOL! Alter, der, ich mach überhaupt keinen Schaden mit dem Ding. Ja, Franz mach ich Schaden. Ich mach an Hans, ja. Ja, Hans ist gut. Du meinst ja auch an Hans. Franz mach ich jetzt. Aber what the fuck? Okay, ich bin da oben mit dem Lucky. Ja, verkündet das gleich. Ja.
So ein Assi. Warum schießt man tot? Geht mir fast so genauso. Oben, seht ihr? Stopp. Doch, da mal hoch, ne? Der Sniper geht mal in den Nahkampf. Nutzbar? Ja. Dann hat er Schläger. Hier oben. Ich schieß einfach mit dem Raketenwerfer. Wow. Im zweiten Stock. Indirekter Treffer. Das ist ein knallharter Schläger direkt oben an der Ecke. Naja, ich seh's. Tut aber weh. Ah, verdammt. Verdammt! Scheiße! Oh, der tut verdammt weh. Bin auf dem Weg. Kann mal jemand? Wow. Wo hockst du denn? Hinten in der Ecke. Hättest du dich woanders hinstellen können? Ja. Ich hab mich beim Flüchten ein bisschen voran. Baron, ah, Baron. Ich hab mal einen. Ich hab mitgemacht. Sehr nice. Du brauchst da nie alleine. Wir haben übrigens eine blaue Schrotflinte von denen bekommen, ne? Hat auch oben sich der Mensch reingedrückt. Ja. Wo ist denn der? Ja. Echt oben. Jetzt bin ich umgefallen. Jetzt ich auch, ne, das gibt's ja wohl nie. Okay. Ist das schade? Ist jetzt echt mies. Hättest du vielleicht erstmal retten sollen und dann weiter. Oh. Ich bin aber fast tot. Hast du den gerade tot gemacht, Benny? Ja, ich hab den tot gemacht. Aber schon. Geh mal heilen. Okay. Boah, der bleibt an dem Pass hängen. Ich fass es doch nicht. Weil die Spannung ein bisschen nach oben treiben. Was? Ich lebe noch? Ja. Ich hatte null Leben. Ich hab dich gerade noch so gerettet. Du hattest noch einen Pixel hat's bei mir noch. Ja, ich bin gegen das Fass gerannt und dann hab ich sofort die Genauigkeit null. Bei der Schrotflinte da wieder. Ja, aber du musst halt direkt davor stehen, dann rumst du. Aber knapp 400 Schaden. Ja. Aber auch bloß ein Schuss. Ja. Ich bin gegen das Fass gerannt und hab nur noch E gedrückt. Ich darf es mal kurz ausprobieren, oder? So zum Demonstrieren, wie es ist. Ich geh's gleich wieder. Demonstrieren. What the fuck? Ich schieß Raketen. Nur mal so nebenbei. Jetzt weißt du warum. Ich verschieße das ganze Magazin auf einmal. Da liegt noch was. Ich hab nur einmal geklickt, ne? Und das ist nicht meine. Also nur geklickt. Die Waffe. Hier, Boomstick. Eure. Die verschießt das komplette, die kompletten 6 Schüsse, die im Magazin auf einen machen, das sind alles Raketen. Geil. Bad. Also, die macht, wenn eine große Horde kommt, das macht die bestimmt ordentlich Schaden, räumt die off. Unter mir ist ein Zahnrad. So. Wer will jetzt haben und mitverkaufen? Willst du nie benutzen? Sonst nimmt du sie mit. Felix will ja anscheinend nichts verkaufen, der will kein Geld haben. Nee. Wir kriegen das ja alle prozentual aufgerechnet. Na, aber nie, wenn wir es verkaufen. Haben wir den jetzt schon? Ja, wir kriegen, Felix, wir kriegen nur das Geld, was wir einsammeln, prozentual aufgerechnet. Das, was dann mit Items und so ist, das wird alles getrennt. Cool. Waffenkiste. Weihnachten, Jungs. Bei mir ist der Weihnachten, das ist eine Questkiste. Ja, ich kann nichts annehmen, das ist... Ich hab's angenommen. So. Und ihr denn hin? Hier müsst ihr hinrennen. Was? Es gibt kein weiteres Waffenfragment? Schlüssel. Oder Schlüsselfragment? Nein, das war nicht vorgesehen. Bleib dran. Da war gerade irgendwo ein Gegner da unten. Zur Vorbereitung anstehender Operationen der LANs habe ich die Abschaltung des Echo-Netzwerks angeordnet. Wer versucht, sich unsere Kontrolle zu entziehen, wird mit dem Tode bestraft. Stellen Sie mich nicht auf die Probe, sonst schließen wir auch das Handelsnetz. Dies ist die einzige Warnung.